Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Final Fantasy 16. Die Fäule hat ihre Nester verschlungen, fürchte ich. Die Zeit läuft uns davon. In 2 Tagen erreichen wir Rosaria. Dort, wo alles begann. Ja, nimm die Kapuze ab. Ist das unser Bruder? Wahrscheinlich schon, ne? Wir müssen ihn stoppen. Mein Gott, ehrlich gesagt könnte das gerade jeder sein. Aber mein Guess war ja die ganze Zeit, dass unser Bruder einfach er ist. Unseren Bruder nicht getötet haben, sondern ne? Aber ich muss sagen, trotzdem ich das Spiel die ganze Zeit spiele, könnte ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob das jetzt gerade unser Bruder war oder nicht. Die sehen sich alle irgendwie ähnlich. Ich weiß auch nicht. So, wir sollen zurück ins Versteck. Ah, ja. Okay, ich bin mal gespannt, aber ich glaube ja, ne? Dann hat er eine riesige Feuersäule aus dem Boden gezaubert. Und das hast du gesehen, ja? Was? Glaubst du mir wieder nicht? Clive! Deine Freundin, sie ist wach. Oh, endlich. Gut. Die habe ich schon wieder ganz vergessen. Die hat aber echt lange gebraucht, um wach zu werden. Geh schon, du Feigling. Vielleicht weiß die ja sogar was so, darüber. So, Leute, es gibt Arbeit. Götz, komm mit. Jeff, und du lässt dich verarzten. Der gute Götz. Oh, sag's mir gerade heraus. Wie lange habe ich noch? Und? Eins nach dem anderen. Ich erzähl's dir später. Jill. Jill. Okay, dann gucken wir doch mal. Was ist das denn? Mogri? Sogar einen Mogri gibt es hier. Wer hätte gedacht, der dass ich ja hier süß. Ein Gesicht bekommen würde? Ich will auch einen Mogri. In den Büchern, die mein Vater mir als Kind gegeben hatte, ich will auch so ein Ding. Tief in den Wäldern verborgen. Jetzt hier zu Hause. Wo kriegt man das? Nektar heißt du also. Ich bin Clive. Scheint so. Okay, ich bin maximal verwirrt. Das klingt in der Tat ziemlich frustrierend. Na super. Ich zweifle langsam etwas an unserem Geisteszustand, aber hey. Erstmal schauen, was Jill macht. Ich bin echt gespannt. Oh, da ist sie. Du bist es. Es ist also wahr. Clive. Oh Gott, oh Gott. Du lebst. Ja, ich habe versucht, dich umzubringen. Und du auch. Aber sorry nochmal. Ich kann es kaum glauben. Fühlst du dich besser? Ja. Talia hat mir alles erzählt. Ohne dich wäre ich tot. Naja. Ich habe dich erst nicht erkannt. Fast hätte ich. Ich wollte es gerade sagen. Was hätte ich dich getötet? Dass du für sie gekämpft hast, Jill. Für die Eisernen. An jenem Tag, kurz nachdem das Phönixtor gefallen war, fielen sie ein. Rosaria war ohne Führung. In
dem Chaos haben die Eisernen unsere Schwäche gnadenlos ausgenutzt. Die Männer getötet und die Frauen gefangen. Sie brachten euch nach Eisenholm. Ich hatte gehofft, dass sie uns rasch erlösen. Doch ein Ende blieb mir verwehrt. Meine Kräfte erwachten und alles kam anders. Es ging alles so schnell. Uns hat man von einem gefangenen Dominus erzählt, den die Eisernen im Krieg einsetzen wollten. Ich stand vor der Wahl. Entweder ziehe ich für sie in die Schlacht oder schicke die Gefangenen in den Tod. Ehrenhaft. Was nennen Sie Monster? Was? Erzähl es mir, Clive. Was ist mit Joshua passiert? Na los, jetzt hast du endlich jemanden gefunden, dem du deine Leidensgeschichte erzählen kannst. Ich war es. Ich habe ihn getötet. Nein, das kann nicht sein. Dazu wärst du niemals fähig. Es ist wahr. Sie ist wieder in mir erwacht. Kürzlich erst. Die zweite Esper des Feuers. Sie ist es gewesen. Clive. Wenn ich an die Nacht zurückdenke. Da war ein Mann. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt? Schwarzig. Wir haben dich gefunden. Das kann eigentlich nicht unser Bruder sein. Was meinte er damit? Clive, lass uns zurückgehen zum Phönixtor. Ich will die Wahrheit herausfinden. Du doch auch. Willst du keine Gewissheit? Doch. Und wenn es tatsächlich wahr ist und du es wirklich getan hast, erfährst du es nicht allein. Oh ja. Jill und wir müssen noch die Love Story ins Spiel bringen. Ich hab's euch von Anfang an gesagt. In Ordnung. Ich brauche hier meinen persönlichen Twilight-Effekt. Aber erst musst du dich umziehen. Darf ich bitten, Eure Lordschaft? Wir wollen eure Sinne nicht überreizen. Sofort. Wir sehen uns nachher. Clive. Meine Sinne sollen überreizt werden. Kann ich nicht einfach... Wir haben eine lange Reise vor uns. Ich kann noch mal mit dir reden. Ich komme, sobald ich mich angezogen habe, Clive. Ja, kein Problem, ich warte hier drüben auf dem Bett. Ich setze mich einfach hier hin, am besten so, so. Und dann warte ich einfach hier, ja? Das ist ja so gemein. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst draußen bleiben? Deine Freundin muss sich hier umziehen. Dabei bleiben. Chill, das ist doch alles, was wir haben in dieser verkommenen Welt. Oh. Verdammt. Ich habe keine Wahl. Ich muss gehen. Es sind ein halbes Dutzend, vielleicht auch mehr. Ihre Betten sind bereit. Wir können jederzeit ausrücken. Es gibt hier auf jeden Fall wieder ein paar neue Nebenquests. Wir sollen mit Sharon reden. Was willst du hier? Ich verabschieden. Wir gehen. Gute Entscheidung. Besser als da draußen begraben zu liegen. Du hast dieser Frau viel zu verdanken, Junge. Ich weiß. Glaub mir. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Hab neue Ware, die du dir mal ansehen solltest. Ja, optimal.
Oh, das ist noch besser als unseres. Habe ich denn 1500? Alter, ich habe 21.000? Das Bastardschwert. Jetzt habe ich mir gerade dieses Schwert gekauft. Jetzt gibt es schon wieder ein noch besseres. Egal, ich habe so viel Geld. Bekommst du nirgendwo. Dann kaufe ich mir das. Das ist auch viel besser. Ich hoffe, du hast es passend. Ich kaufe mir einfach alles, was es hier gibt. Ich habe so viel Geld. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Oh, 11.000? Ja, her damit. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich gebe dir mein ganzes Geld. Was für, ich mach dich arm. Nee, warte mal, ich kaufe mir keine Heiltränke. Ich muss einfach einmal einen Kampf verkacken, dann kriege ich die umsonst. Glück. Ich sollte mich noch bei Gav bedanken. Ja, das stimmt. Und ich wollte mir nochmal die Nebenquests hier angucken. Was gibt's hier noch zu tun, Küchenchef? Ah, Clive. Hast du dich gut eingelebt? Ich gewöhne mich langsam dran. Das freut mich zu hören. Ich hatte gehofft, dich dazu überreden zu können, mir wieder behilflich zu sein. Natürlich wirst du für deine Arbeit belohnt. Gerne doch. Ist ja üblich, wie ich bemerkt habe. Wir wollen besser sein als die, denen wir dienten. Nun, zur eigentlichen Aufgabe. Ich brauche ein paar helfende Hände, um einigen Gefährten ihre wohlverdiente Mahlzeit zu bringen. Ja, kein Problem. Gib mir einfach die gleiche Quest nochmal, Spiel. Für drei emsige Gesellen. Was sagst du? Ja. Nichts leichter als das. Ich helfe gern. Wunderbar. Die drei tummeln sich hier im Versteck und haben sicherlich schon sehr großen Hunger. Natürlich. Du findest einen beim Eingang, einen im Quartier und der dritte bewacht den Kerker. Danke nochmals, Clive. Auftrag verfolgen. Kein Problem. Ach, die werden mir ja sogar angezeigt. Zu wenige, um jeder Spur nachzugehen. Ja, was wir brauchen, sind mehr Leute. Okay, so komme ich schon mal nicht zu dem. Dann gehen wir erstmal zu dem da hinten, würde ich sagen. Denn dann haben wir das schon mal erledigt. Ach, das ist die Dame hier. Hallo, Chocobo-Pflegerin. Das duftet aber lecker. Ist das für mich? Nee. Ist es. Grüße aus der Küche. Ja, eine herzhafte Mahlzeit. Und streichelt schön den Chocobo für mich. Oh, vielen Dank. Diese Vögel sind sehr bedürftig. Sie nehmen es mir übel, wenn ich mich zum Chocomoppel verdrücke. Viel zu tun haben. Ach, ich habe nie meine Ruhe. Ist wahrscheinlich das Beste, wenn ich hier esse, so wie ich nach Stall stinke. Da vergeht noch allen der Appetit. Besser ist es. Für meine Lieblinge hier ist mir selbst die Zeit zum Waschen und Anziehen zu schade. Also. Ja, weiß ich nicht. Und richte Kenneth meine Grüße aus. Weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Ich hau mal lieber ab, denn hier müffelt's ganz schön. So, dann müssen wir noch einmal hier rüber. Zum Kerker, glaube ich, ne? Ist hier zum Kerker? Ja. Hier, alter Kerl. Alter Kerker, Keller, so Wachen. Lust noch ein weiteres Nickerchen da drin? Nein, nein, ich habe was zu essen für dich. Er meinte, du hast Hunger. Hier, bitte eine herzhafte Mahlzeit. Bitte sperren Sie mich nicht wieder ein. Gutes Gespür. Mein Magen knurrt so laut, da würden selbst Karls Reis ausnehmen. Der Dienst hier unten ist sicher nicht einfach. Nein, aber manche Leute müssen eingesperrt werden und jemand muss auf sie aufpassen. Dank mir können andere ruhig schlafen und darauf bin ich ziemlich stolz. Aha. In Zukunft auf der richtigen Seite der Gitterstäbe, hörst du? Ich versuche mein Bestes. Okay. Ich hätte schwören können, dass... Hier hinten rum, glaube ich. Na, du Huhn. Da, perfekt. Was gebe ich nicht für ein paar Mickelbeeren? Kann ich dir helfen? Kenneth schickt mich. Hier, eine herzhafte Mahlzeit. Ah, wunderbar. Hast du gehört? Unser Essen ist hier. Hast du immer noch keinen Appetit? Ist er krank? Ich fürchte ja. Diejenigen, die nicht mehr die volle Aufmerksamkeit eines Heilers benötigen, können sich hier ausruhen.
Ich betreue die, die sich nicht selbst versorgen können, wodurch mir wenig Zeit für andere Dinge bleibt. Aber zum Glück kann ich mich auf Kenneth verlassen. Ohne die Hilfe von guten Menschen wie ihm und dir wäre ich verloren. Dankeschön. Gar kein Problem, mach ich doch gerne. Das sollten alle sein. Perfekt. Zurück zu Kenneth. Dann ab zurück in die Kitchen. Und meine Belohnung abholen. Der Mogri ist lustig. Das Spiel hat mich zweimal genau die gleiche Quest gedrückt. Ja. Geil. Fertig? Wunderbar. Hier, deine Belohnung. Wie vereinbart. Eine alte Wurst. Es ist wirklich besonders hier. Jeder hat seinen Platz. Darauf sind wir stolz, glaub mir. Aber es freut mich, das von dir zu hören. Natürlich hast auch du deinen Platz, wie du gerade gekonnt bewiesen hast. Und du wirst hier Danke. Immer einen Platz haben, wenn du es wünschst. Sehr anständig. Danke für deine Worte. Nichts zu danken. Jeder von uns würde das bestätigen. In unsere kleine Gemeinschaft wirst du sicher noch viel einbringen. Ja, wenn ich nicht gerade dabei wäre zu gehen. Auftrag abgeschlossen. Ein Platz für jeden. Was war denn meine Belohnung? Geld einfach? Nee, ein Gillkäfer. Danke, dass du mir das Ungeziefer aus der Küche einfach schenkst. Das ist ja großzügig. So, komm, dann machen wir die andere Nebenquest gerade auch noch. Wenn die Nebenquest jetzt ist, hol mir Holz, dann lache ich wirklich. Das können die nicht bringen. Die können nicht mir zweimal quasi genau die gleiche Aufgabe geben. Hey, Neuling. Ich brauche Hilfe. Und wobei? Meine Assistentin. Sie holt Bodenproben. Nur hätte sie längst zurück sein sollen. Es ist nicht auszudenken, was alles geschehen sein könnte. Bitte, ich flehe dich an. Siehst du bitte nach? Ich halte das nicht aus. Natürlich. Ist gut, mach ich. Gut, ich gehe. Meinen Dank. Wirklich. Das wirst du nicht bereuen, glaub mir. Wo soll ich denn suchen? Boultons Hof. Er liegt am Rande von Kielbrück. Für eine unbegleitete Trägerin ist es gefährlich. Doch der Boden ist sensationell. Warum ist sie dann unbegleitet jetzt hingegangen? Du musst dich beeilen. Es könnte schon zu spät sein. Ich werd's versuchen. Okay. Dann gehen wir mal zu Gaulands Hof. Gaultans Hof. Und suchen nach der Assistentin. Und dich nehmen wir mit, oder was? Ah, nee. Das ist die andere Mission. Wir wollen aber erstmal die Sidequest hier machen. Dann schauen wir mal. Die ist hier. Ja, okay. Dann gehen wir ins Hügeltal. Und schauen mal, was da auf uns wartet. Und ob wir die Gute noch retten können. Oh, ja, habe ich mir gedacht, dass das hier ist. Als ich das mit dem Hof gehört habe. Ach, der ist da oben. Guckt mal, es gibt hier wieder überall frisch aufgefüllten Loot. Oh, das macht mich ja krank. Das klingt nach Ärger. Ja, hoffen wir, dass es Ärger ist und nicht irgendwie... Ekelhaft. Wo geht denn ganz schön was aus hier? Was? Winzenspinne? Winzerspinne. Und da genauso eklig wie die schwarzen Witwen. So, die haben wir schon mal. Und die ist auch mit dabei. So, komm hier nochmal ein Special Move. Cool. War es das oder kommt. Nein, neue Gegner nähern sich. Okay, als ob die noch lebt. Also, wie das überlebt hat, die Winzerspinne. Nieder mit euch. Also, die halten ganz schön was aus, die Spinnen. Warum halten die so viel aus? So, du auch noch. Hey, ist ja noch übel weit weg. Ja, was macht die für Sprünge? Ah, Spinnen sind so eklig. Eklige Viecher. Spinnen erlegt. Nice.
Stufe erhöht. Stufe 20, cool. Mutterkrab. Bist du verletzt? Dank dir zum Glück nur leicht. Hey, ich hab dich im Versteck gesehen. Du bist neu, oder? Ich heiße Clive. Kann man so sagen. Und ich Martell. Aber was machst du hier? Dich suchen. Das hier ist eine gefährliche Gegend. Habe ich gemerkt. Aber irgendwer muss die Proben ja sammeln. Dann übernehme ich das für dich. Und du kehrst schon mal zurück. Nur müsstest du mir sagen, was genau du brauchst. Das würdest du für mich tun? Nach dem Schrecken eben sage ich ganz sicher nicht nein. Die Erde, die wir brauchen, ist sehr dunkel. Sie riecht markant. Und ist feuchter. Aha. Riecht also markant. Gut. Ja, super. Okay. Und beeil dich. Bohumil ist so besorgt, dass er sonst selbst nach dir suchen geht. Ach komm, das glaube ich nicht. Aber ich bin schon weg. Danke. Ja, das stimmt. Der war ganz schön besorgt. Ah, okay. Dann suchen wir jetzt nach Scheiße. Habe ich es richtig verstanden? Also dann, fühle ich mal im Boden herum. Markant riechende feuchte Erde. Huch. Okay, das ist ja nicht sonderlich schwierig scheinbar. Denn mir wird immer alles angezeigt. Muss also quasi nur den Sachen folgen. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Weil, ich meine, das ist so dann eigentlich völlig unnötig, weil ich muss die Sachen ja gar nicht suchen. Ich laufe einfach zu den Markierungen, ne? Naja. Bisschen casual, aber ist okay. Ist okay. Kann ich wenigstens noch ein bisschen den Loot hier mitnehmen. Das sollte reichen. Unten. Zurück damit zum Versteck. Ja, sofort. Nur ganz kurz, da hinten leuchtet's. Oh ne, sind das wieder... Wir können nicht gehen im hellen helligen Tag. Warum muss ich gehen? Ne, hier sind keine Gegner. Meint ihr, da oben ist noch was? Hier sehe ich erstmal nichts mehr leuchten. Und da oben war letztes... Doch, da war irgendwo... Ne, da war nichts letztes Mal, ne? Hab noch gesagt, als ob ich da hoch bin und nirgends was war. Ist jetzt auch egal, ich gehe nach Hause. Ich bring dem die Scheiße und dann ist auch gut. Ja, sehr gefährliche Gegend hier. Da muss man wirklich aufpassen. Und hopp. Ich kann jetzt theoretisch hier lang laufen. Wo führt mich das hin? Ah, okay. Verstehe. In die Weltkarte führt mich das. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Dann bringen wir dem Herrn noch die Bodenproben. Und dann werden wir echt das Lager verlassen. Meint ihr für immer? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Da bist du ja. Und? Ja, die müsste doch schon längst hier sein. Ja, da steht sie doch. Doch nicht sie. Die Erde. Och. Hast du welche? Ja. Ja. Oh mein Gott, der war stark. Ja, der war stark. Großartig. Als Martell mit ihren Händen ankam, war ich schockiert. Ja. Doch jetzt kann ich endlich weiterforschen. Zunächst kommt die Messung. Oh, es ging einfach nur um seine Erde. Oh, schön. Und dann schön. Kann ich... Es ging dir nur um die Proben? Es ging nicht um mich. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber das Einzige, was ihn interessiert, ist die Forschung. Aber... Ist nicht tragisch. So ist er eben. Oh je. Haben wir zu verdanken, dass hier überhaupt was wächst. Dafür sind wir ihm dankbar. Naja, okay. Aber du solltest entschädigt werden. Sicher hat er dir nichts gegeben, oder? Oh, hier. Ich weiß, es ist nicht viel, aber besser als nichts. Sehr ehrenhaft. Ich würde dir gerne auch Obst geben, aber es schmeckt noch nicht so gut. Also... Falls du warten kannst, bis wir etwas Vorzeigbares haben, darfst du zuerst. Nice. Diese saftigen Früchte, die pfeife ich mir doch gerne als erster rein. Vor allen anderen.
Das ist Premium. Okay. So, jetzt kann ich weiter forschen. Sobald mein Dünger fertig ist, müssen die Furchen erweitert werden. Wird die Fäule bezwingen. Das ist natürlich bitter, dass hier nichts wächst. Okay, Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge brechen wir auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Final Fantasy 16 weiter. Wieder. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht's gut, Leute. Ciao.